So, heute zeige ich euch mal das Farmleben hier auf dem Lande hier in Thailand. Und hier packt gerade ein Farmer seine Sachen zusammen. So, das hier ist Maniok, heißt das. Das wird hier geerntet von den Feldern und hier in solche Säcke verpackt. Vorher klein geschnitten. Hier ist der Arbeitsbereich sozusagen. Und dann wird das klein geschnitten, in Säcke verpackt und dann verkauft. Entweder an die Industrie verkauft oder ja, manchmal ein kleines bisschen auf dem Markt, wobei das nicht das Hauptgeschäft ist. So, hier. What is this? What is this hier? Rotes Wasser. Das hier ist eine rote Lösung, die mit in die Säcke reinkommt, weil dieser Maniok ist noch nicht fertig. Und das ist eine Lösung, dass der weiter aufquillt. So, das ist der Schnitt. Wird jetzt beiseite geräumt. So, die Erntezeit ist jetzt relativ vorbei. So, hier werden jetzt, wie gesagt, das Feld gepflügt und vorbereitet für die nächste Saat. Das machen die hier. Die pflanzen jetzt schon wieder neuen Maniok ein. Das gucken wir uns jetzt auch gleich noch mal kurz an. Also noch mal zum Verständnis, ein Teil wird von diesen Maniok-Stäben verkauft für andere Farmer, die das eben anbauen wollen. Und ein Teil wird hier wieder eingepflanzt, wo daraus dann neue Manioks wachsen. Von der Maniok selber kann man ja nur die Wurzel verwenden oder benutzen und weiterverarbeiten. Das hier ist die eigentliche Maniok-Wurzel, die man den weiterverarbeiten kann oder verkaufen kann. So sieht die aus. Aber ist jetzt ein bisschen schmutzig, aber okay. Ja. Mhm. Okay, und das hier ist eigentlich der Maniokstamm. Und daraus wächst jetzt wieder eine neue Maniokwurzel. So, nachdem das schön verpackt wurde und gewässert wurde, damit es haltbar ist, wird das denn hier ins Feld wieder eingesteckt und daraus wachsen die neuen Maniokbäume. Hochinteressante Sache. Ja, alles in Handarbeit. Hier wird wenig mit Maschinen gemacht. One day finish. Yeah. So, aha, many people come here and help. Yeah. Also viele Leute kommen hierher und helfen. It's two people, it's maybe three, one. Aha. Three days, aha. Also in 3 Tagen ist das Feld dann wieder komplett fertig und es kann neuer Maniok wachsen, weil eben viele Leute kommen und dann hier mithelfen. Also hier gilt das Prinzip, jeder hilft jedem und dann geht das auch alles relativ schnell. So, hier kann man das sehen mit dem Maniok. Hier wächst schon ein bisschen neuer Maniok raus, bis die richtig angewachsen sind und dann werden das riesige, riesige Büsche. Hier ist noch älterer Maniok, also der jetzt davor geerntet wurde. So sieht der aus, wenn er wirklich richtig sprießt. Immer rein in die Erde. Einfach nur reingesteckt und dann wachsen die von alleine schon mal an. So, mit dem Traktor ist es so, jemand kauft den oder die Dorfgemeinschaft kauft den. Und das ist so wie bei uns, so ein Lohnunternehmen. Und der hilft dann auf den Feldern aus. Aber wenn er dann eben aushilft, eben genauso wie bei uns, dann muss man das eben extra bezahlen. Hier ein paar dazwischen sehen nicht so gut aus, aber die versuchen wohl, dass sie trotzdem anwachsen. Die sehen schon besser aus von der roten Tinktur oder von dem roten Dünger hier. Die keimen schon wieder ein bisschen. So, jetzt gucken wir uns noch eine Ananasfarm an. Da fahren wir jetzt kurz mit dem Motorrad hin. So, hier sind wir jetzt und hier wird die Ananas angebaut. Das zeige ich euch auch noch mal ganz kurz, aber die ist jetzt noch relativ frisch und klein. So, kann man hier sehen, hier wächst die Ananas dran. Sind noch relativ klein, die brauchen jetzt noch ein paar Wochen, dann sind die auch groß. And how big is this when it's finished? Also wie groß sind die, wenn die fertig sind? Ja, yeah, how big? Big? Ja, when it's finished. Oh, hier. Hier ist schon eine größere dran. Ananas selber, die Pflanze wird ungefähr ja, so 50, 60 cm hoch, das ist dann alles und die trägt dann eben die Früchte. Also ja, relativ leicht zu ernten, aber ich denke, das machen die auch alles hier mit der Hand.
So, also soweit das Auge reicht, hier ist hier Ananas wird hier angebaut. Hier rüber, andere Seite auch, bis da oben hin zu den Bäumen. Und dazwischen drin hier immer noch ja, die Bananen. Aber die sind jetzt abgeerntet, also die Wachstumsphase ist jetzt vorbei, die beginnt dann erst wieder demnächst. Die Ananas wächst auch das ganze Jahr über. Die Pflanze an sich bleibt im Boden drin. Es wird also nur die Frucht abgeschnitten mit dem Messer und es wird natürlich mit der Hand geerntet. Und man kann die Pflanze auch etwas abschneiden unten, wenn die vielleicht nicht mehr so gut ist, aber sie sprießt oder wächst dann wieder von neuem und trägt dann eben neue Früchte. Hier auf so einer Farm ist natürlich immer mächtig was zu tun und hier wächst auch alles Mögliche. Also hier wachsen ja nicht nur diese Manioks oder ja, andere Sachen. Hier wächst zum Beispiel auch Mango. Den zeige ich euch jetzt mal. So, Mango. Mango ist hier. Das ist so ein typischer Mangobaum. So, und die Mangofrüchte kann man sehen. Und zwar sind die hier. Hier haben wir die Mangos. So, die sind noch grün, aber schon relativ groß. Das heißt, die kann man demnächst nämlich auch abpflücken und essen. So, am besten man pflückt die ab, wenn die hier oben schon mal so leicht gelb werden. Dann am besten abpflücken und noch ein bisschen liegen bleiben. Und dann kann man die wunderbar essen. Ne? Die reifen ja dann noch ein bisschen nach und dann schmecken die auch recht gut. So, weiterhin wird hier Bambus angepflanzt. Ja, das sind auch noch so ein paar kleine, relativ dünne Bambusstaudenzweige, wie auch immer. Sind aber schon relativ hoch. Ich sag mal so, na, 3 Meter werden die hoch sein. Ja, und wenn die dann ein bisschen dicker sind, so wie dieses hier, dann kann man die auch schneiden. Ja, und dann auch für verschiedene Sachen benutzen, ne? Zum Essen oder ja, um Gerüst zu bauen, alles Mögliche. So, des Weiteren gibt es hier natürlich auch Blaubeeren, Himbeeren. Hier, Himbeeren sind auch noch relativ klein. Test? Can eat? Nee. Sauer. Sind noch sauer. Ja. Ja. So. Sogar ein relativ großer Busch hier. Ja, ein bisschen im bisschen gebogen, ja, und einiges an Himbeeren nebendran. Ne? Dass jetzt Bananenstauden sind, hier sind zum Beispiel Bananenstauden. Warte, kann ich euch noch mal zeigen hier auf diesem kleinen, ja, Farmershof hier. Ne? Die sind auch fertig. Ne? Das dauert jetzt, bis die wieder wachsen eben. So, dann haben wir hier noch wunderbare Papaya, wo dieser herrliche Papaya-Salat von gemacht wird. Ja, hier ist eine, da oben hängt noch eine, aber die brauchen auch noch ein bisschen, die müssen ja auch mindestens doppelt so groß werden. Ne? So, ja, Papaya. Ja, interessant. Farmersleben, hier ist auf jeden Fall immer was zu tun. Was es auf so einer Farm natürlich noch gibt, das ist natürlich hier so eine Palme, wo eben Kokosnüsse dran wachsen. Die sind auch schon richtig groß. Die kann man bestimmt bald mal abernten. Sehr schön aus. Man kann sagen, die Farmer hier, das sind Selbstversorger, ne? Größtenteils. Und hier wird also viel angebaut, hier wird viel angepflanzt, um da eben auch so ein bisschen, ja, autark zu sein und eben Kosten zu sparen. Ne? So Farmer, die sind natürlich nicht wirklich reich hier. Ne? So, hier sehen wir mal einen kleinen Farmer bei der Arbeit mit dem kleinen Traktor. So, er macht das Reisfeld jetzt gerade oder er bereitet das vor, damit wieder neuer Reis gepflanzt werden kann. Hier haben wir jetzt einen Reisbauern, der gerade dabei ist, das Feld neu zu bestellen. Und wie man sehen kann, die werden gar nicht wirklich eingepflanzt, sondern der wirft die einfach hin. Und die schwimmen dann, ja, auf dem Wasser oder auf, kurz über dem Boden und schlagen dann Wurzeln und dann wachsen die an. Hier kann man das nochmal sehen. Er wirft die einfach dahin.
Das ist ja mal eine schnelle Pflanzung, würde ich sagen, ne? Ja. So, da hat er die ganzen Reispflanzen drin. Und ja, da unten sind so Zwiebeln dran, ne? Ja. So, die Reispflanzen, die stellen die Bauern hier zu Hause selber her. Die werden also vom Kleinen gezüchtet. Und wenn die dann eine gewisse Größe haben, dann werden die hier in den Eimer gepackt und dann werden die hier im Prinzip auf dem Feld verteilt, also geworfen, wie ihr eben gerade gesehen habt. Ja, das ist die eigentliche Pflanzung von diesem Reis. So, das geht natürlich sehr schnell hier, ne? Es gibt zwei verschiedene Reissorten. Einmal diese hier mit der eigentlichen Zwiebel unten dran, die eben nur geworfen werden müssen. Und dann gibt es natürlich auch die, die eigentlich nur ein paar Wurzeln dran haben. Und die müssen natürlich von Hand mühsam in die Erde gesteckt werden. Und das machen meistens auf so einem Reisfeld auch wesentlich mehr Leute. Ja, ein bisschen was hat er noch zu tun, ne? Man sieht hier hinten noch die ganzen Reisfelder. Das hier vorne ist schon fertig, so wie es aussieht. Aber die anderen da hinten noch nicht. Da wird er wohl noch ein paar Tage mit beschäftigt sein, auch wenn die nur geworfen werden müssen. Aber das ist natürlich doch schon Arbeit, ne? Also wir haben gerade gefragt, wie lange er braucht, um die Felder hier fertig zu machen. Oh, nur 3 Tage? Ja, aha. Also er braucht nur 3 Tage, um hier alle Felder fertig zu machen. Ja gut, wenn man die nur wirft und nicht in die Erde stecken muss halt, ne, das geht dann natürlich schnell. Ja? Nee, 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 ist der hier. One. Ja, okay. Oh, oh, oh. Okay, thank you. Ja. Alisa, come here, make a movie from this here. Or give me this. A moment. So, das hier sind jetzt die Reispflanzen. Hier sieht man die Wurzeln unten dran. Und die sind natürlich unten so schwer, dass die damit hier auf die Erde sinken. Und ich werde das jetzt auch mal ausprobieren. Okay? Yeah. Can do. Only one? Yeah, one? Uh-huh. Not me, no man, five little. Ja. Okay. Ja. Siehst du? I can do. Okay, not me. Yeah. Ja. Okay. So. So. Das ist gar nicht so einfach. Man muss schon zielen dabei, sonst landen die vielleicht alle total verstreut oder alle auf einem Haufen. Okay. Ja, gut. So, ja. Okay. Oh, einen habe ich verloren. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Zack. So. Wow, gut. Now I'm a rice farmer. Ja? Yeah, yeah. Ah. So, jetzt kann ich selber Reis anbauen. Ich bin selber ein Reisbauer. So, hier hat er sein Moped stehen mit Beiwagen. Und hier sind die ganzen Sachen eben drin. So, hier kann man das sehen. Hier sind diese Setzlinge im Prinzip drin. In diesen ganzen Tüten. Und natürlich auch, was das hier, eine Giftspritze oder wie nennt man das? Oder für Dünger, keine Ahnung. Oh, auf jeden Fall auch motorbetrieben. Guck mal einer an hier. Ja, ich vermute mal Dünger oder ja, sowas in der Art. Aber alle Säcke hier sind voll mit diesen Reissetzlingen halt. Ne? Ja, so wird das hier gemacht in Thailand. Ne? Ja, bewässert wird das Ganze hier mit über diesen Graben, der hier dann seitlich angelegt ist. Die Reisfelder selber, sie ist so wirklich ein lehmiger Untergrund, dass das Wasser also in den meisten Fällen stehen bleibt. Oder ja, durch den Regen eben, ne? Das wird ja jetzt hier in der Regenzeit gemacht, angebaut. Und das Wasser bleibt hier stehen. Sollte es doch mal versickern, ja, dann wird es eben durch den Wassergraben hier eben ja, auf die Reisfelder gepumpt, sodass hier immer genügend Wasser eben stehen bleibt. Ne? Was macht er, wenn das Wasser runtergeht? Wie kriegt er das Wasser da rein? Macht er nicht, oder?
Ja, über diesen Wassergraben, ne? Hier. Ja. Hier kam da die Ja, wenn das auch hier leer getrocknet ist, dann hat er da hinten eine Wasserpumpe und dann wird das Wasser hier wieder hergepumpt. So, eine weitere Einnahmequelle von vielen Bauern oder Landwirten hier im Nordthailand ist natürlich der Kaffeeanbau. Das können wir jetzt hier nämlich alles mal sehen. Und zwar wird der natürlich auch geerntet und zwar einmal im Jahr findet das statt. Und die Erntezeit, ja, es hängt immer von der Kaffeesorte ab, ist immer so vom November bis Ende Februar. In der Zeit wird eben der Kaffee geerntet. Ne? Es gibt da auch hauptsächlich hier in Nordthailand zwei verschiedene Sorten. Einmal ist das der Robusta-Kaffee und natürlich der Arabica-Kaffee. Diese zwei Sorten werden hier hauptsächlich angebaut. Und da gibt es natürlich auch den grünen und den roten. Geerntet wird der natürlich auch mit der Hand. Dazu braucht man natürlich sehr viele Erntehelfer. Und das wird dann alles mit der Hand abgepflückt und eben ja, verpackt für die Weiterverarbeitung. Und hier sieht man nochmal die verschiedenen Arbeitsgänge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Abo und ein Like da und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch schon sowas gesehen habt mit den Farmern, was die hier für schwere Arbeit leisten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye, ciao, ciao.